Hallo zusammen und ja, willkommen zurück hier unter Griesbach. Das Lona-Projekt ist wieder am Start. So, ich bin wieder zurück hier mit dem zweiten Anhänger. Ich werde jetzt hier nur noch den Autodrive-Kurs so weit fahren, damit wir den hier verbinden können. Ups, so, einmal bremsen bitte. So, dann ist das nämlich auch einmal schon mal der Shop angebunden. So, da werden wir jetzt einmal den Anhänger an den anderen ankuppeln. Hier wird fleißig gedroschen. Das scheint auf jeden Fall zu funktionieren. Ich weiß nicht, ob der schon abgetankt. Ah, der fährt, glaube ich, gerade abtanken. Gucken wir uns doch gleich mal an. Ja. Ja. Das funktioniert. Guck dir das an. Er fährt zum Anhänger, der da einsam auf dem Feld steht und tankt sich ab. Genau das wollten wir ja haben, dass das so funktioniert. Warten wir noch kurz, bis der fertig ist und dann kuppeln wir hier einmal an. Könnte ich jetzt das mal ausmachen. So, der ist gleich leer. Ich will auch mal gucken, ob er es schafft, auch da wegzufahren. Jetzt musst du drehen, weil da hinten musst du weitermachen. Das sieht wahnsinnig gut aus. So, und ich darf jetzt mal wieder ein bisschen Drehschemel rückwärts fahren. Boah. Rum. Ha! Angekuppelt. Hier. So, einmal aufmachen. So, dann lasst uns doch mal gucken. Diese andere Mission 36 geht zur Weiber. Wo ist die Weiber? Ach, das war das da oben. Ja, guck mal, da könnten wir doch gleich mal weiterarbeiten, indem wir da von hier den Kurs da oben einmal durch den Wald zur Weiber einfahren, weil der Drescher arbeitet ja, also haben wir die Zeit, um uns hier vorzubereiten. Und je mehr Kurse wir nachher schon gemacht haben, desto einfacher wird es, na klar, für uns. So, hier geht es dann geradeaus weiter. Gehen wir in die Innenansicht. Hier werden wir sehr mittig fahren müssen, weil spätestens wenn wir hier mal mit einem Drescher längs fahren müssen, wird es dann, denke ich mal, kritisch werden. Dass wir irgendwann mit irgendwelchen Fahrzeugen hängen bleiben, davon gehe ich eigentlich auch mal ganz stark aus. Aber dann ist das einfach so und fertig. Und immer noch die Hoffnung, dass der Regen nicht so schnell kommt. Ja, und selbst wenn er kommt, wie gesagt, wir haben es jetzt 17 Uhr, dann wird halt vorgespult, bis der Regen aufhört. Oder bis zum nächsten Tag dann eben dementsprechend. Ja, guck mal, 149 Euro Lohnzahlung, das
geht für die Menge, die der jetzt schon gemacht hat, im Gegensatz zu dem, was es das letzte Mal war. Da war es ja irgendwie ein Dreiviertel Vorgewende. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das am schlausten anstellen. Weil wir haben, hätten ja rein theoretisch große Anhänger hier dran. Das heißt, wir fahren hier drauf. Sagen, das ist dann Baiba. Nicht zu verwechseln mit der Baiba. Dann würde ich aber nämlich sagen, dass wir hier hinten rum einmal rausfahren. So kommen wir nämlich hier zumindest durch das Loch und besser durch. So, und wieder zumindest bis zur Kreuzung zurück. Da müssen wir dann da klar einmal die Verbindung machen Richtung der Straße, auch vom Shop her, damit wirklich, wenn wir irgendwelche Kreuzungen, Anschlüsse haben, gleich in alle Richtungen das einfahren, damit wir da später keine Probleme bekommen. Ist ja jetzt auch nicht mehr allzu weit. Und dann schauen wir mal wirklich jetzt die nächste Investition, definitiv der Düngerstreuer. Dann kann man eben wirklich sagen, man fährt den Drescher zur Dreschmission, stellt die Anhänger ab, lässt den machen und tut selbst einmal das Düngen machen zum Beispiel. Das geht ja alles dann relativ einfach. So, hier schon mal wieder in die Außenansicht gehen, weil wir hier gleich alles einfahren müssen. Jetzt hier die, wir machen zum Beispiel, würde ich sagen, der Bahn hier rum. So. Dann kommt das da. Und von dem einmal hier geradeaus. Dann wäre das. Das heißt, wir haben von hier geradeaus und wir haben die Abbiegung. Jetzt kommt von unten. Haben wir geradeaus und die Abbiegung. Jetzt müssen wir nur noch von hier hier hoch machen. Da müssen wir definitiv ein Stückchen einfahren, oder wann war? Vielleicht. Ah, gut, das sieht nicht so gesund aus. Wir können es mal gucken, wenn ich sage, fahr zur Weiba. Kein Weg gefunden. Ach nee, nicht zur Weiba. Doch, zur Weiba. Müsste doch eigentlich. Wieso findest du jetzt keinen Weg zur Weiba? Feld 23 läuft es. Müssen wir uns später mal angucken. Wir schauen erstmal hier hin. Ja, der ist gut dabei, muss ich sagen. Das sieht alles perfekt aus. So. Hätten wir eventuell einen kleinen Düngestreuer. 3200 Liter. Ich wollte ja den haben. 24.000 und es gibt keine Konfigurationsmöglichkeiten. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der nicht zu schwer ist. Also was hätten wir denn für Düngermission? Düngermission? Fliegen, fliegen, fliegen. Da war doch vorhin jede Menge Düngen, sagen wir mal. Hallo. Hier, 4.900 Euro.
2000. Das ist klein. Hier nochmal 5000. Nochmal 5000. Also wir müssen Geld machen. Wir müssen definitiv Geld machen. So, dann ja, kuppeln wir schon mal den Anhänger an. Oder die Anhänger, besser gesagt. So. Tja, jetzt sind wir gerade mal arbeitslos. Drescher, du. Weißt du was? Bevor wir da jetzt ganz ohne was zu tun, fährt der nicht vorwärts. Das war jetzt ein bisschen merkwürdig. Naja, wir fahren mal hier hinten rum. CP weg. Ja, wir sind eh voll. Ja, komm. Dann brauchen wir den hier. Ja, guck mal, der hat wirklich zweimal abgeladen hier. Ja, beziehungsweise einmal automatisch, einmal waren wir ja selbst hingefahren, aber es läuft. Ja, dann dreschen wir jetzt hier schnell das Feld selbst fertig. Könnten wir ja eigentlich wieder in Timelapse machen, wobei mal gucken, wir haben noch 8 Minuten in dieser Folge. Könnte vielleicht sogar reichen, dass wir das so normal ernten. Gucken wir mal. Ja, machen wir jetzt hier normal und ansonsten würde ich das am Ende offline fertig machen hier. Das geht ja auch. Der ist erstmal leer. Mal so ein bisschen frei Hand dreschen ist ja auch mal was Schönes. Mache ich ja nicht allzu oft. Das ja, entweder ja Crossplay oder GPS. Da machen wir es jetzt einfach mal so. Können ein bisschen weiter rüber. Wir wollen ja möglichst die ganze Arbeitsbreite ausnutzen. Na gut, es wird nicht reichen für den Düngerstreuer nach dieser Mission. Da müssen wir erst noch, denke ich mal, die andere auf dem nächsten Feld machen. Gut, es bleibt zwar ein bisschen Überschuss da, aber es wird, denke ich mal, einfach nicht reichen. Wie gesagt, wir brauchen ja mindestens ein, zwei Big Bags an Dünger. Und das sind ja auch schon mal 4000 Euro, glaube ich. Wenn wir schon hier sind, dann machen wir gleich mal das mit, weil, wie gesagt, wir wollen, oder wir können es uns nicht leisten, irgendwelche Sachen zu verschenken. Das geht gar nicht.
Wieso kommt der hier den Berg nicht hoch? Gut, wir könnten oder wir müssten den vielleicht mal reparieren. Reparieren und das Ding auch. Ja, guck mal, jetzt fährt er wieder 10. So sieht es besser aus. Schauen wir mal, wie weit wir da jetzt kommen. Ja, na, nicht so weit da rein. Vorsichtig. Ich glaube, da kommen wir gut mit hin. Also wir werden auf jeden Fall alles in die zwei Anhänger reinbekommen. Ich bin schon am Überlegen, ob wir nach dieser Mission dann einmal vorspulen. Ja gut, wegbringen müssen wir es auf jeden Fall noch. Das werde ich auch nicht mehr in dieser Folge schaffen. Ja, sehen wir dann, wie wir das machen. Das sehen wir dann. Jetzt fahren wir einfach hier runter. Ja, ich bin gerade am Überlegen, wäre es vielleicht nicht sogar sinnvoll, eine Spritze zu holen. Die kostet gleich 30.000. Da passt nicht wirklich viel rein. 26.000. 1.800 Liter. Weil dann könnten wir halt auch gleich Spritzmissionen mitmachen. Aber wie gesagt, da passt nicht viel hin. Da müssen wir ständig zum Shop eiern. Das ist auch doof. Nee. Wir machen es erstmal ganz konventionell mit einem Streuer. Und wir werden auch den kleinen für 20.000 nehmen. Wir müssen klein anfangen und uns dann irgendwie langsam vergrößern. Ich denke, das ist die richtige Taktik, die wir hier anschlagen können. Haben wir das hier fast fertig. So gefällt mir das, so gefällt mir das. Laden wir das noch ab, das wegbringen dann in der nächsten Folge. Und dann gucken wir, dass wir den Drescher eben auch aufs nächste Feld rüberbringen. Dann entscheiden wir spontan, ob wir erstmal vorspulen oder ob wir weitermachen. Kommt auch darauf an, wann der Regen kommt. Ich befürchte, dass das nicht mehr lange dauern wird. Aber ihr Lieben, ihr seht, wir sind hier ja, quasi fertig. Damit sind wir auch mit der Folge fertig. Ich mache jetzt hier den kleinen Streifen noch schnell. Dann laden wir noch ab und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge morgen wieder. Dann gibt es wieder frisches Geld aufs Konto. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt das Spielchen ja, Kommentare, Däumchen, Abos sind immer gerne gesehen. Also haut raus, wenn es euch gefällt. So, damit sind wir aber auch jetzt am Ende.
Ende für heute. Morgen geht's weiter. Schaut rein. Tschüss.